Hallo zusammen, mein Name ist Michael Smulik. Wie geht nochmal dieses Intro, ey? Ich hab's komplett vergessen. Das ist nämlich mein Comeback hier auf YouTube. Ah, das ist scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt funktioniert, ey. Wir gehen einfach. Echt hier, ich bin komplett raus, Mann. Ich bin komplett raus. Warum? Wann war dein letztes Video eigentlich? Was? Wann war dein letztes Video? 3-4 Jahre. Wann war mein letztes Video? Nach meiner OP. Hirn-OP irgendwann mal. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Mein Gehirn hat noch ein paar Schäden. Stimmt, wie ist der aktuelle Stand? Werde ich auf Instagram nicht verfolgt? Genau. Ich bin wieder fit, also Tumor ist weg, Gott sei Dank. Ja. Hab eine Narbe im Kopf. Hab tatsächlich Dinge, die ich vergesse. Also ich vergesse Namen, ich vergesse Situationen. Das ist kein Scheiß, das ist keine Ausrede. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich kann trainieren. Ich darf dieses Jahr auch irgendwann mal wieder kämpfen. Das ist ja auch mein Plan. Und ansonsten habe ich gesagt, ja, ich habe wieder Bock auf YouTube, deswegen bin ich wieder da. War schon lange nicht mehr auf der FIBO und ich wusste auch nicht, dass hier die Polizei steht. Die Frage jetzt, gibt es auch ein Comeback von mir zur Polizei zurück? Dann machen wir mal den Einstellungstest. Ah, der Johnny! Grüße! Der hilft mir immer bei meinem Einstellungstest. Weißt du, wie man einen Zeitkick gibt? Du stehst genau richtig. Das passt, Bruder. Okay. Das passt, Bruder, das passt. Gar kein Problem. Warte, also steh ich am besten hier. Gut, oh, der ist ja stabil, Mann. Komm mal. Der ist ja richtig stabil. Geil. Oh Mann, dass jemand so stabil ist beim Psychic, ey. Alter Schwede. Oh. Ja, hat sich das Beiträge mit Heiko ausgezahlt. Es geht weiter, Boxautomat, hier ist ja gar nichts los. Dann brechen wir mal den Rekord. 5 Euro für 2 Schläge, das habe ich noch nie erlebt. Was ist das denn? Machen wir erstmal den Standard-Move. Der Standard-Move bricht eigentlich nicht den Rekord, aber den machen wir fürs Feeling. Oh, und Rekord gleich gebrochen. Da haben sich die 5 Euro gelohnt. Und jetzt kommt, das ist ein Geheimtipp, jeder der Boxautomat macht. Den größten Rekord habe ich mit dem Running Punch gemacht. Komplett scheiße aus, aber funktioniert in der Regel immer sehr, sehr gut. Da habe ich meinen Tornado-Kick unterschätzt. Egal, mein Tornado-Kick hat es auch gereicht. Deswegen ist mein Favorite ab jetzt doch ein anderer Move. Alter, ich schwitze schon richtig. Bin ich außer Training. Ihr merkt so, lange nicht mehr richtig trainiert. Das ist jetzt ein Workout für mich heute. Bis ich wieder kämpfen kann, muss ich wieder ein bisschen was machen für meine Cardio, ey. Mein Ehrgeiz fließt wieder. Ich will über 900 kommen. Da habe ich 10 Euro für 4... Nee. Da ist auf jeden Fall irgendwas runtergekommen vom Automat. Hier. Ich mach den komplett kaputt. Ich glaube, ich habe den Automat. Ich komme auch nicht mehr rüber. Ein. Tornado Kick oder Haken diesmal? Was meinst du? Muss da nicht nochmal zahlen? Einer war noch über. Ah, okay. Keine Ahnung, warum. Tornado Kick oder Haken? Mal Haken machen? Haken nochmal. Nee. Tornado Kick war der härteste. Na ja, gut, dann geht man sich mit 894 zufrieden. Du musst jetzt gleich auf die Bühne. Oh ja, ich muss auf die... Bitte. Oh, kann ich ein Bild machen? Ja, natürlich. Einfach Video stören. Danke dir. Ey, Fans dürfen immer Video stören, das war gar kein Problem. Ja, stimmt, ich muss jetzt gleich auf die Bühne. Ich habe da einen ganz wichtigen Termin für mich. Wichtigen Termin, sagt man sowas? Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das ist ein Interview, da rede ich über meinen Tumor, wie alles gelaufen ist. Dann bin ich auf diese Mainstation. Das ist wirklich... Das ist was richtig Schönes für mich. Unglaublicher Moment und da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe jetzt verschwitzt auf die Bühne. Das ist natürlich, da muss ich mich ein bisschen abtrocknen. Das ist hier die Kampfsport-Area. Also heute mein Grappling-Comeback. Das gibt so viele Comebacks heute. Nee, mache ich natürlich nicht, aber Comeback, dass ich den Dennis mal wieder sehe. Seit langer Zeit. Baby! Hey. Alles gut? Ja, klar, aber. Ja, Mann, ey. Du siehst schon wieder fit aus. Danke. Aber ich bin. Hi. Bist du schon nach Zypern gezogen? Ja, alles gut? Nein. Gut, mir geht's gut, aber ich sag dir ganz ehrlich, meine Kondition ist so am Arsch. Ich habe ein paar Mal Kratzkicks gemacht, Tornado-Kicks auf Boxautomatisch, ich schwitze wie ein Schwein. Ich schwitze immer schnell, aber ich bin so, wenn ich wieder kämpfen muss, dann muss ich wieder ein bisschen mehr Kondition machen. Schwergewicht haben wir nur 2 Teilnehmer. Geh da rein, Mann, Europameister. Nee. Haben sie dich wohl abgezockt? 1 Euro? Ich habe gerade 10 Euro ausgegeben für, es waren jetzt 5 Schläge, aber was ist das denn? Würde ich am liebsten nochmal dagegen. Der ist auch cooler, warte mal, guck mal, ich sponsor dir einen Schlag. Oh ne, echt? Ja. Und gute Musik. 2 Schläge habe ich sogar. Für 1 Euro. Darf ich hier Tornado-Kick drauf machen? Nicht, dass ich den zerfetze. Oh, dann habe ich die richtig getroffen. Ja, wie sie ist getroffen.
gleich gemerkt. Aber den kann ich schaffen. Das kann ich schaffen. Oh, geht der immer höher. Oh, fast. Den Rekord kann ich brechen. Ey, ihr könnt hier 5 Euro machen pro 2 Schläge, ne? Ich hab gerade 10 Euro für 4 Schläge oder 5 Schläge. Oben zahlt. Kostet 5 Euro 2 Schläge. Kostet 1 Euro hier. Der war gut. Das bricht den Rekord. Oder auch nicht. Oder auch doch. Was ist das denn? Hast du gesehen, wie der anhält? Der hält einfach bei 2,6 an. Das kann doch nicht wahr sein. Das war ein Bug von einem Automaten. Ich hab noch einen Euro. Bitte einmal noch. Das ist doch ein Bug. Das bleibt immer bei der gleichen Stelle stehen. Ich treffe den richtig gut, wenn er wieder bei 2,6 stehen bleibt. Scheiß Ding. Backstage, erstmal ein ISO-Clear. Wir haben ja die Fieber Week. Bis zu 50% mit dem Code Smoli. Deswegen gönnt euch gerne für eure Performance. Ja. Gerne. Wie geht es dir? Mir geht's sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch mit den ganzen Leuten hier. Mega, dass ihr am Start seid, Mann. Richtig krass. Das Feeling hier zu haben, die Leute zu sehen, das sind ja auch Leute, die nicht nur aus meiner Community gekommen, sondern aus ISN, aus allen, von meiner Freundin auch die Leute, die zu treffen, mit denen zu quatschen, mit denen Bilder zu machen, Zeit zu verbringen, auch selber Eindrücke zu bekommen, das ist mega. Das ist richtig, richtig schön. Du hattest einen angesetzten Boxkampf mit Ringland. Ausverkauft, ja. Ja. Ein Ohr aus dem Netz verkauft alle, irgendwie 14.000 Leute, ein riesen Event. Und dann auf einmal Aussetzer. Probleme. Freunde müssen dich vielleicht sogar darauf hinweisen, zu sagen, hey, lass dir das doch mal an. Und da kommst du eine Diagnose, hier Tumor. Nimm uns noch mal mit, weil du kannst. Wie damals die Zeit war und wie du damit umgegangen bist. Es war schon hart. Also wenn man als Kämpfer unbedingt einen Kampf will, in der Vorbereitung ist und erstmal so Aussetzer hat und sagt, boah, mir wird schwindelig und sich nichts dabei denkt, sagt, das ist vielleicht die Nervosität und das ist vielleicht irgendwie alles im Kopf, was gerade nicht stimmt, aber man niemals im Leben denkt, dass man irgendwas hat. Und dann erfährt man halt, dass du wirklich was im Kopf hast, dass du wirklich einen Tumor hast und nicht kämpfen kannst und du trotzdem noch als Kämpfer sagst, mir ist das scheißegal, ich kämpfe trotzdem, was einfach dumm ist, was einfach komplett gestört ist und die Ärzte zu mir sagen, Alter, mit dem Tumor, was du schon 2 Jahre in deinem Kopf hast, vor 2 Jahren wurde das in einem CT entdeckt und keiner hat es erkannt damals, hättest du im Ring, im Cage, hättest du sterben können und du lebst noch. Du darfst nicht kämpfen, wenn du weißt, dass du einen hast und ich wollte trotzdem kämpfen, weil ich immer nur diese Aussätze hatte im Ring, im Cage. Da habe ich gesagt, immer nur, wenn ich Sparring mache, dann kriege ich das. Ich kriege das sonst nie und einmal beim Joggen. Natürlich kämpfe ich. Ja, und dann auf einmal sind die aber auch die Ausfälle gekommen, nicht im Training. Und das tut halt sehr, sehr weh, wenn du plötzlich nicht mehr das machen kannst, was du möchtest. Auto und während des Telefonates bekomme ich einen epileptischen Anfall. Ich musste rechts anhalten und bin aus dem Auto raus. Ich bin vom Auto runter auf den Boden und meine Freundin sagt, Schatz, was ist los, was ist los? Und ich konnte ihr nicht antworten, Mann. Ich hatte einen krassen epileptischen Anfall während der Autofahrt. Gott sei Dank konnte ich noch auf die Seite und konnte anhalten. Und dann war ich 3-4 Minuten, ich war am Arsch. Und dann sagt die, Schatz, du kannst doch so nicht kämpfen. Dann habe ich gesagt, Alter, nein, Mann, ich kann nicht kämpfen. Das war für mich dieses, ich kann nicht kämpfen, Mann. Ich kann jetzt nicht kämpfen. Und dann musste ich den Kampf absagen. Das ist für mich so ein hartes Ding gewesen, was in mir immer noch, das merkst du innerlich ist, wenn ich darüber rede. Ich habe das verarbeitet, ich habe darüber gesprochen, aber das hat mich so hart getroffen, weil das ist, wofür mein Leben spricht, weißt du? Und das ist halt sehr, sehr hart für mich. Das ist ein sehr, sehr harter Stein in meinem Leben, der mich aber auch, und das klingt jetzt halt komisch, der mich aber sehr stark gemacht hat. Wie gehst du vor? Also sagst du jetzt, ich will jetzt erstmal auf ein Level kommen, wo sage ich, wie gut du da machen einen Kampfrest? Oder bist du dann eher der Typ, der sagt, ich mache jetzt mal einen Kampfrest, dann haben wir uns hier einen Kampfrest schon? Also wie? Wir machen auf jeden Fall ein Kampffest, Mann. Ich mach doch nicht erst den Kampf, wenn ich fit bin, Mann. Ich sag jetzt, ich will kämpfen, Mann. Und es gibt einen Menschen, gegen den ich auf jeden Fall kämpfen möchte. Das ist meine erste Option. Es gibt niemand anderes, gegen den ich jetzt kämpfen möchte. Wir haben die ganze Zeit von ihm gesprochen. Wer ist das? Das ist Mo Abdallah, Mann.
ich will gegen Mo Abdallah kämpfen. So, klar ist er jetzt ein Freund von mir, alles gut. Bro, du bist ein Freund von mir, alles gut. Aber wir warten doch nicht wieder 2 Jahre. Wir haben letztes Jahr 2 Jahre wegen mir gewartet, alles gut. Ich habe das Gefühl, wir warten jetzt 2 Jahre wegen dir. Wir haben uns im Sparring richtig auf die Fresse gehauen. So richtig. Und es hat Spaß gemacht, weil ich gewusst habe, ich habe gemerkt, ich bin besser als du. Bro, ganz ehrlich, ich war besser als du im Sparring, das weißt du. Und ich habe das Gefühl, ja klar, er will kämpfen, aber er will nicht durchziehen, weil er genau weiß, ich besiege ihn nochmal. Und ja, wir sind Freunde. Aber das ist ein Kontrahent, Mann. Das verstehen viele nicht. Das ist ein Typ, den ich auf die Fresse hauen will. Aber er muss den Arsch hochbewegen, Mann. So, jetzt bin ich der Typ, der provokant ist und sagt, Mo, komm doch her, Mann. Du hast mich letztes Mal vorbereitet, dass ich in den Ring gehe. Mental wolltest du mich brechen. Du hast mich provoziert. Jetzt bin ich da und sag, Mo, komm doch, Alter. Hab keine Angst. Kämpf gegen mich. Nicht morgen, nicht übermorgen. Werd selber erstmal fit und wirklich vom Herzen gute Besserung. Der hat selber eine Verletzung gehabt. Das meine ich wirklich ehrlich. Gute Besserung. Aber werd richtig fit. Der hat jetzt wieder angefangen zu trainieren. Dann trainiere und kämpfe gegen mich. Nicht nächste Woche, aber sei es in 2 Monaten, in 3 Monaten, 4 Monaten. Wenn ich fit bin, wenn du fit bist. Und dann hauen wir uns auf die Fresse. Dann geht meine Hand hoch und danach bist du wieder mein Freund. Alles gut. Dann haken wir das ab. Weil dieser Kampf, der muss kommen. Der erste Kampf, der war so eklig. Mo wollte nur kuscheln. Der wollte mich nur umarmen. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war emotional komplett down. Und jetzt bin ich so stark und weiß, das ist mein 2. Sieg. Wenn man sich Rocky und Creed anschaut, jetzt nur rein im Boxen gesehen, ist das genau dieselbe Geschichte. Und ich weiß, dass Rocky gegen ihn gewonnen hat. Ich bin Rocky und er ist Creed, allein vom Äußerlichen her. Sorry, Bro, aber ist so. So, das war's mit dem Video, ey. Das allererste Mal auf YouTube seit längerer Zeit. Es fühlt sich komisch an, aber auch cool. Ich muss da erstmal wieder reinkommen. Brilliant, Bro! Du, mir fällt da gerade was ein. Ich habe Content für dich heute gemacht. Burger essen machen wir sowieso noch, aber du kannst doch was reacten, weil ich will nicht, dass Mo Abdallah den Schwanz einzieht. Ich möchte gegen ihn kämpfen. Vielleicht kannst du darauf reacten, damit er weiß, hey, ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Wird doch stattfinden. Wird es stattfinden? Natürlich wird es stattfinden, wenn der Mo nicht den Schwanz einzieht, dann ja. Das ist geil, Alter. Ich will nicht, dass es 2 Jahre dauert. Ich will gegen ihn kämpfen, deswegen... Mach das Video, ich werde darauf reagieren, du kennst mich. Ja, let's do this! So. Geil, das war's von mir, haut rein. Das ist William. Ciao.